Hi Leute, willkommen beim neuen Video von mir. Weil wir ein paar Budgetkosten sparen müssen, bin ich jetzt in dem Zimmer von meiner kleinen... Nee, nur ein kleiner Witz. Wie soll ich jetzt sagen, das Lichtverhältnis ist halt hier besser und darum bin ich jetzt in dem Zimmer. In der Küche hat es immer so gespiegelt und naja. Also, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so oft im Livestream unterwegs bin, haben viele gesagt, hey, wenn du nicht mehr im Livestream bist, dann mach doch mehr Videos. Und ja, finde ich eigentlich eine gute Idee, mache ich auch. Und da habe ich auch gefragt, was sind denn die meisten Videos, die euch interessieren würden? Und da kamen halt viele mit dem Lenovo Legion Go. Also Lenovo Legion Go, Switch-Emulation, Gothic 1 und 2. Also ihr könnt gespannt sein. Okay, wie wär's mit ein paar Spezialeffekte? Gibt's ein paar Spezialeffekte? Nein? Wie? Kein Budget? Okay, ja, legen wir mal los. So, schon sind wir bei Gothic 1 drin. Die FPS zeigt der Grad 17 an. Ich hoffe, man sieht es da unten links. Sieht man nicht ganz so stark. Ich versuche mal da ein bisschen besser hinzuzoomen. Okay. Ich zeige mal die Option noch, weil es vielleicht auch den einen oder anderen interessiert. Na, geh auf Anzeige. Nee, Emulation. Moment. Spieleinstellungen ändern. Ich glaube, hier sieht man es. Ja, hier sieht man es zum Beispiel auf 6 GB RAM. Grafik müsste interessant sein. Also ich habe da jetzt auch nichts geändert. So sieht das jetzt alles aus. Ich lasse ein bisschen da, damit man sieht. Erweiterte Grafik habe ich auf High. Das Problem ist, es ist jetzt hier auf 720p mal 1080p gestellt. Warum ist es bei dem User so eingestellt? Das kann ich euch sagen. Wenn ihr das höher einstellt, kann es sein, dass Gothic euch das Bild abschneidet. Ich weiß selber nicht, warum das beim User so ist, aber das ist bei mir passiert. Ich habe immer rausgefunden, warum man das nicht komplett so startet, wie ich das gerne hätte. Und da war halt das Bild immer abgeschnitten. Darum. So, der PlayStation Controller funktioniert nicht. Ich werde schnell den Controller einstellen. Ich kann es euch auch mal zeigen, falls ihr nicht wisst, wie man den Controller einstellt. Moment. Muss ich kurz selber schauen. Werkzeuge, nein. Emulation, Spieleinstellungen ändern. Nein. Wo war das mit dem Controller? Datei? Nein. Konfigurieren. Ah, hier was. Steuerung. So, Pro-Controller, Xbox One-Controller, und warum geht der nicht? Ich habe zwar einen PlayStation-Controller, aber der müsste reich gehen, oder? DualSense-Controller 0, kann das sein? Apple, okay, jetzt schauen wir mal. Ah, okay. Der Controller funktioniert. Okay, dann starten wir gleich. Auf Kreis? Oh, okay, auf Kreis tut man bestätigen. Das ist jetzt wieder ein bisschen verwirrend. Aber gut. Es wird schon irgendwie klappen. Ich mache mal das Licht aus, vielleicht sieht man dann besser. Ich hoffe, es wird dann nicht zu dunkel. Das Königreich Myrkana, wieder vereint durch die Hand König Robas des Zweiten. Es sieht halt einfach hammermäßig aus. Also wer Gothic noch nicht gezockt hat, unbedingt nachholen. Ist ein Hammer-Game. Für alle, die gerne Rollenspiele zocken wie Elex, Witcher. Das ist aktueller, glaube ich. Ja, wir gehen gleich ins Gameplay über. Ich bin Diego. Ich bin. FPS zeigt der 14 an. Mal schauen, wie es sich steuert. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Tun wir jetzt einfach ein bisschen skippen. Also, wer es kennt, man hat mehrere Dialogoptionen. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Skippen. Also, ich entschuldige mich gleich. Ich weiß die Steuerung nicht für den Controller. Ich habe es für PC immer gezockt. Probieren es einfach ein bisschen aus. FPS zeigt er 15 an, 16. Nur eigentlich
kann ich jetzt nichts feststellen. Eigentlich steuert sie es ganz normal. Ja, steuern wir ein bisschen. Tun wir ein bisschen bei der Welt herum. Zum FPS. Hm. Fleischwanzen Pilzchen killen. Wie macht man Angriff? Ja. Gottes Willen, wie macht man denn da einen Schlag oder sowas? Ah, jetzt hat er gerade einen gemacht. Auf Kreis, Kreis halten. Kreis halten und dann die Richtungstaste jetzt hat. Ja, der eine Fleischmann schon gleich die zweite. Okay. Gegenstände einsammeln tut man auf Kreis. Hm. Weg vom Kampf, X. Hm, da springt man. Dreieck, Viereck, okay, ja nicht. Ja. Muss ich noch alles rausfinden. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Controller zocke, wie gesagt. Ich habe es immer mit Maus und Tastatur gezockt. Aber ich muss sagen, es steuert sich eigentlich ganz gut. Er zeigt zwar 15 FPS an, aber es läuft eigentlich ganz gut. Wenn wir jetzt schnell die Kamera bewegen. Oh, okay, da wird schon ein bisschen schlechter, aber naja. Übertriebene Hüpfen halt, ne? Scavenger, kommen wir gegen den an. Eigentlich hätten wir uns jetzt ein Schwert auch holen können, aber naja. Komm! Ja! Verrück ihn! Also, das mit dem Zuschlagen habe ich. Ich habe das irgendwie nicht ganz raus. Also. Ja. Cool. Ich hätte uns so schwer tun können, aber naja. Ach, den schaffen wir nicht. Naja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt weiter zu Gothic 2. Ich will das Video jetzt nicht lange in die Länge treiben. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, und schon sind wir bei Gothic 2. Da auch gleich wieder den Anfang einfach vom Spiel. Ist die gleiche Grafikoption wie vorher mit 720p, 1080p. Gothic 2 können wir dann mal höher skalieren versuchen. Das läuft jetzt auf 25 FPS. Was ich cool finde bei Gothic 2, haben sie auch die Sequenzen ein bisschen verbessert. Also das sieht auch die Grafikqualität bei den Sequenzen ein bisschen besser aus. Das finde ich eigentlich ganz nice. Das ist halt das Bessere, was sie remaked haben. Naja, ob man Remake jetzt sagen kann, aber... Ist halt auch wieder komplett in Deutsch. Das finde ich halt richtig geil. Ich fand sogar die Synchronstimmen richtig gut in dem Game. Zeige ich jetzt auch wieder ein bisschen die Spielwelt. Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Belias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges. Also wer das kennt, das ist das mit Waven, dann ist dieses Add-on nach der Raben. Weiß ich, jemand fragt,
Weil ich das schon öfters gehört habe, wie man da reinkommt. Das kann ich euch auch zeigen. Ganz kurz. Xardas beim Kamin gibt es so einen Schalter. Hier. Und wenn ihr den Schalter am Kamin drückt, dann geht das Tor hier auf. Falls es jemand noch nicht gewusst hat. Dann könnt ihr hier das ganze Zeug da einsammeln, was da drin ist. Natürlich. Ah, auf Kreis macht man das, okay. Und nochmal Kreis. Ah ja, okay. Langsam kapiere ich die Stellung. Dann bekommt ihr auch schon Spruchrollen und so weiter für den Anfang. Das ist eigentlich ganz nice. Falls es jemand noch nicht wusste. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen durch die Spielwelt. Oh Gott, ist das sensibel, die Controller-Einstellung. Natürlich könnte man jetzt auch wieder hoch zum Turm. Da könnte man schon mal zum Schrein beten. Ein paar Lebenspunkte opfern für Gold. Das macht eigentlich einen guten Start im Haus bei Gossip 2. Ja, das ist ein paar Mikro-Lags. Er zeigt jetzt an, wie viel FPS. Zeigt an, 15 FPS. Ja. Ein Schorf. Da ist schon mal ein Goblin. Den könnte man eigentlich auch killen. Könnte man zwar killen, aber komm. Hier ist ein Wolf. Den Wolf können wir weglocken zu dem einen. So, wir laufen hier in den Abgrund, aber da habe ich jetzt keinen Bock. Nicht, da ist gleich ein Buddy von uns ums Eck. Ach, das ganze Gestrüpp hier. Hier. Der hilft uns dann eigentlich. Also der ist ganz gut für den Anfang. Der Rastling zum Beispiel. Ach, der Wolf fertig. Ja. Naja. Eigentlich hätte er uns helfen sollen, aber naja, dann halt nicht. Na? Wie tut man da jetzt neu starten? Das ist jetzt die Frage, ne? Select kann man zwar da, hier. Ach, hier. Dann müssen wir fast neues Spiel machen. Naja, komm. Aber es leckt ein bisschen, aber ungefähr 15 FPS hat man, aber naja. Weiß ich nicht, vielleicht kann man mit der Skalierung irgendwas doch rausreißen, ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht genau. Ich fühle. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich bin halt noch voll überfordert mit der Controller-Steuerung. Muss mich halt da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Aber der Typ da am Anfang beim Lagerfeuer, der gibt euch eigentlich schon ein Wolfsmesser. Das ist eigentlich schon ziemlich stark eigentlich. Und bei den Goblin da unten, da findet ihr eigentlich auch einen Fall im Bogen. Also ihr findet eigentlich die ganzen Sachen schon für den Anfang. Die Steuerung ist ziemlich sensibel irgendwie. Das muss man auch vielleicht umstellen. Also ich stelle mich nicht damit wie der letzte Vollidiot oder so. Die Steuerung ist echt ein bisschen sensibel. Aber ja, es sieht eigentlich schon ganz nice aus. 15 FPS zeigt er an, aber es läuft eigentlich flüssig. Finde ich jetzt. Wenn ihr jetzt da wieder herumschwenkt. Ich finde eigentlich schon, dass es ziemlich flüssig läuft. Da hat man durch. Wie tut man Waffen anlegen? Select? Ne. Doch, Select. Ah. Durch. Wegwerfen, auflegen, ausrüsten. Ne. Nochmal. Ausrüsten. Ausrüsten. Oh, toll. Verdammt, da bist du mal. Ich hab das mit dem Controller nicht. Wo ist mein Dolch? Also, ich hab's gleich. Ja. Ah. Ja. Okay. L2. Okay, L2 und dann Kreis. Ah, okay.
Jetzt habe ich es raus. Das ist schon ein Schafkind, hä? Okay, jetzt gehen wir zum Goblin. Wo ist er? Da ist er. So. Dann können wir auf L2 wieder zurück, oder? Hä? Da ist doch noch ein Goblin. Wenn ihr natürlich da nach hinten geht, zum Gebüsch, dann habt ihr hier eigentlich, da ist er, den Pfeil und Bogen habt ihr hier. Ist eigentlich ganz nice. Genau. Naja, da kann ich euch gleich ein paar Gothic 2 Tipps noch zeigen, wenn wir schon dabei sind. Für den Anfang habe ich selber noch nicht gewusst, das ist halt auch erst ganz, ganz, ganz spät rausgefunden. Wenn ihr da die Brücke runterlauft, da ist hier ein Durchgang. Und wenn ihr da durchlauft, dann findet ihr den Lester. Habe ich auch nicht gewusst. Erst ziemlich spät habe ich das erfahren. Also müsst ihr halt aufpassen. Es sind auch ein paar Feldräume und so weiter. Es ist nicht ganz so einfach, da durchzukommen. Aber das ist zum Beispiel auch ein anderer Weg, in die Stadt zu kommen. Da könnt ihr da unten Kräuter sammeln. Und dann lasst ihr euch auch in die Stadt. Also ein ganz guter Tipp, wenn ihr das doch nicht wusstet. Oh, naja, dann geht's da runter und dann kommt ihr schon zum Lester. Das habe ich auch am Anfang gar nicht gewusst, dass es hier noch weitergeht. Aber ich glaube, das ist jetzt schon mal ein guter Punkt, um aufzuhören, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Oder, wie soll ich sagen, gerne liken, auch gerne abonnieren und auch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr vielleicht auch andere Videos haben wollt, dann schreibt es mir gerne rein. Kein Thema. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.